So, da wäre er wieder. Und ich habe eine Entscheidung getroffen. Also die Wahl war ja, ich könnte jetzt einfach ein paar Nebenaufträge machen. Ich könnte mir die Liste raussuchen und für jeden den plus 50 weil Attribute-Test jetzt machen. Ich könnte die ganzen Herausforderungen machen und so weiter und so weiter. Und Ausrüstung optimieren, um dann eine möglichst perfekte Gruppe zu haben, um dann das Spiel abzuschließen. Aber das will ich momentan nicht. Das mache ich vielleicht bei der bösen Gruppe irgendwann mal. Aber jetzt will ich mit der guten Gruppe einfach versuchen, das Spiel durchzuspielen. Das heißt, unser nächster Schritt wäre... Hochwaffen. Wobei ich nicht mal weiß, ob wir das Spiel jetzt wirklich durchspielen. Denn ich habe den siebten Teil noch nie durchgespielt. Ich war immer nur ungefähr in dem Punkt hier. Und dann war irgendwas verbuggt. Du noch? Dich können wir nicht. Musst warten. Also wir springen jetzt ins Land der Riesen gleich. Und werden dann versuchen, diesen Stock oder was auch immer das ist von den Teufeln zu stürmen. Also wie so ein Bienenstock sieht das halt aus für mich so ein bisschen. So, du brauchst noch einmal Bewahrung. So, und jetzt wären wir soweit. Also Talana gleich springen. Haben wir noch Level? Nö. Wir haben minus 30 Ruf und sind beliebt. Verstehe ich immer noch nicht ganz mit dem Patch, was da jetzt geändert wurde. Aber okay. So, Talana. Bring uns zum Feind. Da. Zurückspringen, Land der Riesen. Du, zaubern, fliegen. Und das Ding war das da, ne? Ja, schaut so aus. Also südlich. Jo, das ist es. Und da sehen wir ganz viele rote Punkte. Hier oben sollten wir eigentlich mal richtig aufräumen. Wow, die können Lava-Regen machen? Oh, krass. Wow, hey, hey, hey. Da kippen ja Leute um. Warum? Geschafft. Warum kippen da Leute um? Du, bring uns raus hier. Zurückrufen, Celeste. Okay, das ging schneller als erwartet. Nicht genug Zauberpunkte, oh. Garstig. Die haben ihm die ganzen Zauberpunkte entzogen. Na gut. Perfekte Mischung. Wie viel fehlen denn bei dir noch? Minus. Ha. Ich glaube, du bringst uns bitte ganz kurz nach Erasia. Und dann gehen wir hier in den Tempel. Also ja, eigentlich hätte sich Harmony noch mehr angeboten. Weil das ja unser Tempel ist und wir direkt daneben spawnen, was weiß ich. Aber jetzt ist es so spät. Jetzt gehen wir hier in den Tempel. Heilen uns hoch, springen wieder dahin und bewegen uns diesmal ein bisschen mehr. Spenden könnten wir auch ein bisschen. So. Springen, zurückrufen, Land der Riesen. Flugstiefel. So, südlich. Wir hatten nicht mal einen einzigen umgebracht von denen, oder? Nee, der lebt noch. Boah, sind das viele. Okay, wir versuchen den einen umzubringen. Dann gucken wir weiter. Das ist ja nicht, dass er wirklich schwer wäre. Aber es sind halt so viele hier noch in der Nähe. Genau das meine ich. Und er hat keine Mana mehr. Das ist garstig. Du, wie viel hast du jetzt? Minus 94. Aha. Wir müssen rein. Wir müssen sowas von da rein, weil drin können sie keine Lavaregen auf uns runterprasseln lassen. Das ist kein Eingang. Das ist ein Eingang. Worte können das Grauen nicht beschreiben. Einige dieser Röhren müssen ein Eingang sein. So, du, Heilung. Sieht gar nicht so gefährlich aus. Sieht gar nicht so gefährlich aus, sagt sie. Es ist nicht so gefährlich wie draußen, aber es wird bestimmt ziemlich gefährlich sein. So, Heilung.
Kannst du haben. Ein Anführer, Teufel tot. Fehlen nur noch 3 Milliarden von denen. Ah, das ist ein Priateufel. Also man merkt schon den Unterschied. Hier drin kein Meteorregen macht riesig viel aus. So. Erstmal gleich ran. Priateufel tot. Wo ist der Anführerteufel? Der flieht. Der. Du hältst mehr aus als ein Drache. So grün. Das heißt, wir könnten am Eingang schlafen. Das ist schon mal gut, denke ich. Aber wir gehen jetzt nach und nach die Röhren ab. Wir müssen Xondefects oder so töten. Das wird der oberste Teufel sein. Ist er schon wieder am Blaster kaputt? Das kann ich nicht. Das ist schon mal ein Dolch, der kaputt ist. Da ist ein Blaster, da ist ein Blaster. Ach so, sie zaubert, deswegen wird der Blaster nicht benutzt. Du zauberst auch. Eigentlich müsste sie den Blaster bekommen. Hat sie auch schon. Du. Ja, nee. Das ist eine komische Situation. Dass wir den einen Blaster eigentlich gar nicht brauchen. Wir gehen jetzt in den Nahkampf und machen da das, damit Geogon mehr Schaden macht. Also so. Jo. Einmal einen Mana-Trank für dich bitte. Und du ein. Tada! Oh, oh, oh. Randa töten. Gut. Gut. Das tut irgendwie weh. Das tut irgendwie weh. So, was haben wir denn hier Schönes? Können wir das wirklich brauchen? Oh. Brauchen wir. Ups. Oh, ein Blaster. Das ist gut was wert. Können wir das wirklich brauchen? Ah, dein Mondstein. Du kommst auch mit. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? So, also haben wir jetzt 3 Blaster theoretisch. Du, du, du. So. Oder so ähnlich. Und das war schon mal die erste Sackgasse. Das heißt, es geht vom Eingang aus nur noch nach links weiter. Okay. Also Nahkampf laufen, damit Geogon hauen kann und den Mädels alle mit dem Blaster draufhalten können. Und ich höre sehr viele Teufel. Quatsch. Du zwischendurch heilen. Das ist eine Sackgasse. Ja. Oh, es sind viele. Das tut irgendwie weh. Boah, geht das ab. Ach, da bist du. Ja. Ist gleich ein ganz anderes Spielgefühl. Um nicht zu sagen, tierisch übertrieben. Und ich glaube, hier war eine Stelle, die verbuggt war. An das Ding erinnere ich mich. Okay, speichern. Okay. Gut. Ende? Fragezeichen? Speichern. Okay. Wir wollen hoch. Oh, ganz viele Knöpfe. Ah, so eine Kommandozentrale. Von deren Raumschiff quasi. Ich schätze mal, wir sind sowas drin. Also ein biologisches Raumschiff. Dreieck, anderes Dreieck, Viereck, Kreis. Das wird wichtig sein. Später. Hüpf. Hüpf. Oh, ist hier ein Schutzschild oder so? Anscheinend. Du.
Nö. Einfach mal alle. Das wäre ein einfaches Rätsel. Was hat funktioniert? Da ist wieder eine Kiste. Also eventuell der vierte Blaster. Oh, apropos Blaster, da fällt mir gerade was ein, was vorgeschlagen wurde. Nämlich... Die perfekte Mischung. Verzaubern von Blaster. Nee. Wie soll das gehen? Geht nicht. Schade. Ja, okay, das wäre auch wirklich ziemlich überpowered. So, Kiste. Das tut dir Blaster. Mein Fehler. Ich würde gerne helfen. Das erkenne ich nicht. Talana kann gerade nicht, okay. Können wir das wirklich brauchen? Blaster. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Können wir das wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? So wirklich am Geldmangel tut's gerade nicht. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Ich bin nicht wirklich motiviert, hier mehrmals rein und raus zu gehen, nur für Loot. Also, so. Gucken wir mal, wie schnell das Ganze jetzt abläuft. Sehr schnell. Oh, da oben ist ein Gefängnis. Okay. Käfig. Stimmt, wir sollen ja Archibald als Bruder den Ehemann von der Königin retten. Er könnte hier irgendwo in so einer Zelle baumeln. Aber dann wäre sie wahrscheinlich nicht in Skeletten befüllt, sondern mit einem mit dem Arm winkenden Menschen. Erstmal die Notiz lesen. Achso, es war aber nur eine Spruchrolle? Nee, Brief von Xenofex. Ich würde gerne helfen. Ich habe schlechte Nachrichten. Anscheinend ist unser Plan in Enros aufgeflogen und unsere Intrige gegen Katharine hier in Rassia ist auch fehlgeschlagen. Ich erwarte keinen Erfolg bei euren Versuchen, neue Anhänge zu erlangen. Also ist mein Rat... Achso, das hatten wir schon mal. Oh. Schwarze ich würde Kiste. Mein Fehler. Relikt? Ich würde gerne helfen. Blaster. Was für ein Relikt bist du? Esriks Stab. Der Finsternis. Meditation plus 15 zieht permanent Trefferpunkte ab und ist böse. Meditation plus 15 ist allerdings sehr mächtig. Was soll ich denn noch alles können? Ja, du bist nicht wirklich böse, Talana. Ist okay. Wir wirklich noch so ein albernes Ding? Und ja, wir brauchen ganz viele Blaster. Je mehr wir davon haben, desto eher können wir die Weltherrschaft an uns reißen. Ich meine... Oh, da war gar keiner. Da ist ein nackter Mann. Roland Ironfist. Hab Dank für meine Befreiung aus diesem Käfig. Ich dachte, ich könnte alleine fliehen, nachdem ich einer Wache einen Schlüssel entwendet hatte. Aber diese öffnet den Käfig nicht. Wozu man ihn noch braucht, ich denke, ihr könnt mehr damit anfangen als ich. Ja, wahrscheinlich. Ich muss dringend in mein Königreich zurückkehren. Wer weiß, welche schreckliche Dinge seit meiner Abwesenheit geschehen sind. Verzeiht, dass ich so kurz angebunden bin, aber ich muss endlich wieder frische Luft atmen. Ihr habt Irassia und Enros einen großen Dienst erwiesen und ich bin in eurer Schuld. Flupp, weg ist er. Es ist ja alles schön und gut, aber... Achso, wir hätten eigentlich hier hochgemusst. Das war jetzt der ganze Dungeon. Sieht ein wenig komisch aus. Zumal da noch rote Punkte sind. Aber gucken wir mal. Genau, in dem Raum hier. Du mach mal Federfall. Nur für, achso, ist der dabei. Hops. Können dich wieder runterholen. Okay, nichts verpackt. Sehr gut. Und da drauf ist jetzt ein... Nein. Ah, hier versteckst du dich. Das ging schnell. Aber immer noch gelb, die Anzeige. Ich guck mal ganz kurz, ich will jetzt nicht hier irgendwo was übersehen. Na, ah. Jetzt will das Ding erstmal hochfahren. Fahren wir wieder runter. Und auf der Karte sieht man da so einen kleinen Bereich, wo wir nicht waren. Da will ich kurz hingucken. Und wenn sonst nicht, dann teleportieren wir uns einfach zurück nach... Nach wo überhaupt? Genau, nach ganz oben zu Resurrectra.
Hier ist nichts. Sehr komisch. Karte. Wir sollten doch Xenofex hier töten. Können wir anscheinend nicht. Also zurück. Setzen. Warte, mach ich jetzt mal einen hier hin. Nur für den Fall, dass wir doch noch wieder hier hin zurück müssen. Schlafen wir eigentlich auch ganz schick wegen Mana, aber nee. So, du. Zurückrufen. Schloss Lambent. Genau. Die Teufel. Oh, ist nicht so dringend. Für wen haben wir jetzt den Auftrag gemacht, den Bruder zu befreien? Lydith Xenofex. Ja, das konnten wir nicht so ganz. Wir haben keine Aufgabe gefunden für den Eulen König. Das ist sehr komisch. Gucken wir doch mal nach Erasia und gehen da zum Schloss. Weil wenn uns jemand eine Belohnung geben würde, dann ja wohl die Frau des befreiten Mannes, oder? Zumal sie die Königin ist, dürfte das eine recht königliche Belohnung werden.